katholischen christlichen Religionsgemeinschaften dabei. Die Verzögerung hat natürlich auch bewirkt, dass unsere Kameras nicht mehr die Lichtverhältnisse haben, mit denen man ursprünglich gerechnet hat. Mhm. Ja. Der Wagen mit dem Sarg der Kaiserin muss wieder mal eine seiner Pausen einlegen. Es steht in der Unterführung, in jener Unterführung, die den Josefsplatz vom Michaelerplatz trennt, den Weg, den jeden Tag die Pferde der spanischen Reitschule zurücklegen, wenn sie von den Stallungen in die große Winterreitschule geführt werden. Die Regie sagt mir eben über Kopfhörer, dass es wieder zu schütten begonnen hat. Die Pause, die Regenpause mag nur von kurzer Dauer gewesen sein. Nochmals ein Blick über die Dächer des Wiener Stadtzentrums, die Augustinerkirche, dahinter die Michaelerkirche als Silhouette, das Hochhaus, das erste Hochhaus, gebaut in den 30er Jahren in Wien. Und jetzt schwenkt auch der Mittelteil des Zuges bereits in die Tegetthoffstraße ein. Das Kudlitschka-Denkmal, von dem schon die Rede war. Die Grenadierkompanie Friedburg ist das übrigens, die wir jetzt gerade mit ihrer Musikkapelle wieder sehen und hören können. Die Hofburg und Schönbrunn sind es gewesen, die 1918, 1919 leer und verlassen gewesen sind. Und Alexander Lernet Holenia, an den ich vorhin denken musste, Hugo Portisch, wie wir darüber gesprochen haben, schildert in einer seiner schönsten Erzählungen, die Standarte, den Helden dieser Erzählung, der seinem Kaiser die Standarte des untergegangenen Reiterregiments, Kavallerieregiments zurückgeben möchte und den Kaiser und die Kaiserin allein, fast allein vorfindet und sich eigentlich die Frage stellt, wo sind denn alle die großen Familien, die Habsburg Glanz, Ansehen, Macht und Vermögen verdankt haben. Von denen, so Lernet Holenia, war damals kaum eine Spur zu finden. Dafür finden sie sich jetzt im Kondukt. Allerdings, Lernet Holenia hatte das ja überhaupt sehr zum zentralen Thema seiner literarischen Überlegungen gemacht und war eigentlich ein hochinteressanter Schriftsteller und gleichzeitig so hochpolitisch eingestellter Mensch, dass er diese Auseinandersetzung mit der Monarchie, obwohl absolut kein Gegner der Monarchie, recht kräftig geführt hat. Das ist die Musikkapelle der Grenadierkompanie, Bürgergrenadierkompanie Friedburg gewesen, die wir eben sehen konnten. Auch noch ganz eine profane Bemerkung. Immer wenn man am Herdlitzka-Denkmal vorbeifährt oder vorbeigeht, dann erinnere ich mich an meine Geschichte Matura und daran, dass Kaiser Franz Josef dem Bürgermeister Lueger sehr gemahnt hat, doch über die Juden nicht so abfällig zu reden. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man doch erwähnen muss, dass die Habsburg auch viel für die Juden getan hat. Ich glaube, davon war heute im Lauf unserer Übertragung, die immerhin vor etwas mehr als 3 Stunden begonnen hat, schon die Rede. Richtig. Und zwar mehrfach. Der Kaiser galt ja in der Monarchie und galt nicht nur, sondern war es ja auch als ein besonderer Schutzherr der Juden, insbesondere aller, die verfolgt worden sind. Aber da es die Juden in erster Linie waren, hat diese Schutzfunktion ja immer auch eine besondere Bedeutung gehabt. Und Otto Habsburg hat sich auch durchaus so verstanden, übrigens die frühere Kaiserin Zita auch. Als sie dann in der Emigration waren und das Unglück des März 1938 über uns hereinbrach, da haben sie geholfen, ganz generell geholfen, aber insbesondere natürlich, weil es wiederum eine besonders verfolgte Minorität war, den Juden geholfen. Viele der Flüchtlinge, die damals nach Paris kamen und die Hilfe Otto Habsburgs in Anspruch nahmen, waren eben Juden, aber auch Sozialdemokraten. Er hat eine ganze Reihe von verfolgten Sozialdemokraten auch geholfen. Es gehört vielleicht auch hier erwähnt, dass er in den Märztagen 1938, unmittelbar vor dem Anschluss der damaligen österreichischen Regierung unter Bundeskanzler Schuschnigg, angeboten hat, sie sogar aufgefordert hat, zurückzutreten und ihm sozusagen die Regierungsgewalt zu übergeben. Auch das kann man von zwei Seiten sehen. Natürlich wollte er zurückkehren
und wir wissen nicht ganz genau, in welcher Funktion. Eher anzunehmen, dass er natürlich noch sehr an eine kaiserliche Funktion gedacht hat. Aber andererseits war es echter Widerstand gegen die militärische Annexion dieses Landes, überhaupt gegen den Verlust der Unabhängigkeit Österreichs. Es war auch ein Kampf um die Unabhängigkeit dieses Landes, wenn zweifellos auch von habsburgischen Gedanken mitgetragen. In der menschlichen Auswirkung, und das haben Sie, Dr. Meyer, soeben ja angesprochen, war es ein energisches Einsetzen dieser Familie und auch Zitas und auch Otto Habsburgs für die Verfolgten der damaligen Zeit. Und da waren es zu einem guten Teil Juden. Übrigens hat Habsburg dann, als die Deutschen in Frankreich einmarschierten, auch noch danach getrachtet, dass er diese Leute in Sicherheit bringt. Er hat mit einigen hundert die spanische Grenze überschritten und konnte das nur erwirken in Berufung auf eben seine Verwandtschaft mit dem spanischen Königshaus. Wir konnten vorhin unter den Regenschirmen einige der ausländischen Gäste sehen. Es war nur etwas nicht genau zu erkennen, aber jetzt liefert uns die Kamera nochmals die Bilder. Ich glaube, rechts aus dem Bild geht gerade Prinz Albert von Belgien mit Prinzessin Paola, ein Bruder des amtierenden oder regierenden belgischen Königs, der Kronprinz von Marokko, auch der marokkanische Außenminister, ist aus diesem Anlass nach Wien gekommen, und der Herr mit dem Schirm, das ist, wenn ich mich irre, und ich irre nicht, Prinz Albert mit seiner Frau, mit Prinzessin Paola, die übrigens immer wieder in Wien sind, gelegentlich in der Oper, auch schon beim Opernball gewesen sind. Das war der Erbprinz Hans Adam von Liechtenstein. Und jetzt muss man sehr genau sehen, weil natürlich der Schatten der Regenschirme die Gesichter verdeckt und wir nicht immer sofort sagen können, wer denn das ist, der jetzt da im etwas gesteigerten Tempo angesichts der Verspätung des Kondukts und angesichts auch des zunehmenden Regens vorbeikommt. Das sind jetzt Einzelheiten des Hrdlička-Denkmals, von dem heute schon mehrmals die Rede gewesen ist. Ja, wie gesagt, dieses Denkmal besteht ja aus mehreren Teilen. In dem Obelisken, den man im Hintergrund sieht, ist ein Teil der Proklamation zur Wiedererrichtung Österreichs im Jahr 1945 eingeschlagen. Und auch da die Worte, die vielleicht auch heute noch eine große Bedeutung haben. Österreicher, verzagt nicht, fasset wieder Mut, schließt euch zusammen, vertagt allen Streit. Allerdings heißt es dann auch weiter, und folgt in diesem Geist willig eurer Regierung. Seither ist es nicht mehr ganz so willig, und das ist auch gut so. Bürgerstolz vor Fürstenthronen war gefragt in der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie. Er ist nach wie vor gefragt, auch in der Demokratie, und ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Demokratie, auch unserer demokratischen Republik. Also die Begegnung zwischen dem, was uns die Republik zu bedeuten hat, bedeuten sollte, und dem, was uns die Geschichte zu bedeuten hat und bedeuten sollte, ist, glaube ich, etwas, was die Diskussion über wie wir die Geschichte betrachten müssten und wie wir uns zu der Geschichte einzustellen hätten, beleben wird. Wenn es hier gelegentlich raschelt, meine Damen und Herren, und Sie können dieses Rascheln während der Übertragung hören, wir sind natürlich mit einer Unmenge von Papier, mit Protokoll, mit Sitzplänen, mit Ablauflisten versehen, und da muss man eben gelegentlich nachsehen. Eine Schützenmusik aus Tirol, alle Landesteile der einstmals gefürsteten Grafschaft Tirol sind vertreten, Nordtirol, Osttirol und auch Südtirol. Die Südtiroler Schützen allerdings müssen, wie Sie vielleicht wissen, nach wie vor ohne Waffen ausrücken. Das heißt, die sind daran erkennbar, dass sie ohne Gewehre und ohne Säbel ausrücken. Aber alle diese Tiroler Kompanien haben in irgendeiner Art und Weise eine besondere Verbindung zur Familie Habsburg-Lothringen und zum Haus Habsburg dadurch.
Der Klerus nähert sich der Oper und muss dort vorne einen scharfen Schwenk nach links vornehmen, um in die Tegetthoffstraße einzubiegen. Befindet sich also wenige hundert Meter von der Kapuzinerkirche entfernt. Dieses Operngebäude war ja immer schon ein Mittelpunkt des Lebens in Wien, seit es vor mehr als 100 Jahren gebaut wurde. Ja, und hier zeigt uns die Regie, wie es einmal im Jahr 1908 um die Wiener Oper ausgesehen hat. Damals, als die heute zu Grab getragene Kaiserin Zita noch eine heiratsfähige Tochter aus dem Haus Bourbon-Parma gewesen ist. Damals also hat es auf der Wiener Opernkreuzung so ausgesehen. Der Wachmann mit der Pickelhaube, das Hotel Bristol im Hintergrund, die Sirk-Ecke, die durch Karl Kraus in die Literatur eingegangen ist. Die Straßenbahn, die ersten Autos, wie gesagt, Wien im Jahr 1908. Wir zeigen Ihnen das, damit Sie sich vorstellen können, vor allem wenn Sie Wien nicht so gut kennen, wie es damals ausgesehen haben mag. Die Kamera des Herrn Kameramanns von Anno Dazumal macht jetzt einen Blick in die Kärntnerstraße hinein und am Ende dieser Straße vor uns steht der Stephansdom. Nochmals ein Blick auf die Ringstraße. Die Straßenbahn biegt jetzt gerade in die Ringstraße ein und wir schauen eigentlich hinauf. Wenn wir weitergehen oder weiterfahren würden, kämen wir in die Babenberger Straße rechts beim Goethe-Denkmal vorbei. Wenn Sie Wiener sind, sind Sie an dieser Stelle schon oft genug im Verkehr gesteckt und vor allem können Sie seit etwa 30 Jahren eins nicht mehr oben über die Straße gehen, denn die Fußgängerpassage hat dieses oben über die Straße gehen unmöglich gemacht. Und damit sind wir wieder in der Gegenwart. Man hat schon den Eindruck, dass der Kutscher des schweren Wagens gelegentlich seine Probleme hat. Die Pferde, die natürlich unruhig sein werden, klarerweise unruhig sein werden, etwas zu bändigen. Von den Tiroler Schützen, die den Sargwagen eskortieren, war schon die Rede. Osttiroler sind's, wegen der erkennbar an der roten Jacke Osttiroler. Und zu den Osttirolern hat sowohl die Kaiserin ein besonderes Verhältnis gehabt, Innerfilgratner sind's, um es genauer zu sagen, als auch Dr. Otto Habsburg hat gerade zu den Osttiroler Schützen ein besonderes nahe Verhältnis gehabt. Die beiden Herren tragen die ungarische Magnatentracht und wenn sie gelegentlich die alten Wochenschaufilme aus dem Jahr 1917 gesehen haben, die ungarische Fahne können Sie vorne sehen, die ungarische Fahne mit dem traditionellen Wappen. Und diese Magnatentracht, die tragen Angehörige etwa in unserem Bild der Familie Pallavicini. Das sind also die Ungarn, von denen heute schon einige Male die Rede gewesen ist. Ja. So, das sind Angehörige anderer Volksgruppen aus dem alten Österreich. Ich kann es nicht im Augenblick identifizieren, ob Slowenen sind, ob Siebenbürger Sachsen sind, aber man reicht mir einen Zettel. Aha, also ich hatte vorhin recht, es handelt sich um Siebenbürger Sachsen. Wir sehen wieder den Wagen mit den Pferden. Und jetzt die Kirchenglocken, die Sie hören, das sind bereits die Kirchenglocken der Kapuzinerkirche und noch die der Augustinerkirche
in der sich der Zug eben vorbei bewegt hat. Der Wagen muss wieder eine seiner Pausen machen, weil der übrige Kondukt eben nicht so schnell weitergeht. Und die Kamera zeigt uns jetzt bereits die Fassade der Kapuzinerkirche. Es ist nicht mehr allzu weit. Es kann vielleicht noch 5 Minuten dauern, bis der Sarg aus dem Wagen zur eigentlichen Einsegnung abgeladen werden kann. Die eigentliche Einsegnung wird ja hier in der Kapuzinerkirche durch den Wiener Alterzbischof Kardinal König dann stattfinden. Die große Fahne, die Sie jetzt im Bild sehen, das ist die Fahne der St. Veiter Trabantengarde, eine der ganz großen Fahnen, die dazu gebraucht wird, um erstens repräsentativ zu wirken, und dann ist sie eine jener Fahnen, die geschwungen werden. Karl VI. Hat die den St. Veiter Trabanten gestiftet gehabt, um damit hervorzuheben, dass es diese Trabantengarde ist, die eben im Besonderen dazu ausersehen ist, Mitglieder der kaiserlichen Familie zu eskortieren, und Mitglieder der Familie Habsburg-Lothringen begleitet diese Fahne und begleiten die Trabanten aus St. Veit ja auch heute noch. 12 Mann sind es übrigens, ich habe sie vorhin gezählt. Wir können im Bild jetzt Kardinal König erkennen, den ich vorhin erwähnt habe, der den Sarg mit der toten Kaiserin hier an den Stufen zur Kapuzinerkirche erwartet, und Sie sehen, die Pferde und der Wagen sind unmittelbar jetzt im Begriff, vor der Kapuzinerkirche auf dem Neuen Markt vorzufahren. Nochmals Dr. Otto Habsburg, links neben ihm seine Frau, rechts Karl Habsburg. Und ich wollte schon mehrmals erwähnen, die beiden Ordensminiaturen, die jeder der Herren im Knopfloch seines schwarzen Katz hat, das sind Miniaturen des Ordens vom Goldenen Vlies. Ein Orden übrigens, den Dr. Otto Habsburg auch heute noch verleihen kann und verleihen darf. Er ist der Großmeister dieses Ordens. Ein Blick jetzt auf die Angehörigen des Kapuzinen, auf die Kapuzinermönche, auf die Angehörigen des Kapuzinerordens, die hier Spalier stehen, und dahinter die kleinen Buben in den Matrosenanzügen, das sind die Wiener Sängerknaben, die während dieser Einsegnungszeremonie in der Kapuzinerkirche singen werden. Ich weiß nicht, ob Ihnen die rührende Handbewegung des Herrn, der vorhin links im Bild gewesen ist, aufgefallen ist. Er steht wieder am linken Bildrand. Das ist der Leiter des Wagendepots, Dr. Kugler, der natürlich mit besonderer Sorge verfolgt, wie es dem Museumsstück geht. Jetzt kommt man zu einer alten Zeremonie. Die Kaiserin bekommt nur Eintritt in die Gruft, indem sie als gewöhnlicher Mensch deklariert wird. Ich glaube, das sollte man unseren Zuschauern im Originalton dann überlassen. Ja.
Es ist ein wirklich herzergreifender Dialog, der eigentlich in dem Gipfel, das man früher auch gesagt hat, sic ut transit gloria mundi, so vergeht der Ruhm der Welt und alle Titel und Ehren haben vor dem Tod ein Ende. Wir sind in ihm alle gleich. Wer begehrt Einlass? Zita, die Kaiserin von Österreich, gekrönte Königin von Ungarn, Königin von Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, Königin von Jerusalem, Erzherzogin von Österreich, Großherzogin der Toskana und von Krakau, Herzogin von Lothringen und Baar, von Salzburg, Steyr, Kärnten, Krain und der Bukowina, Großfürstin von Siebenbürgen, Markgräfin von Mähren, Herzogin von Ober- und Niederschlesien, von Modena, Piacenza und Guastalla, von Auschwitz und von Zator, Teschen, Friaul, Ragusa und Zara, gefürstete Gräfin von Habsburg und Tirol, von Kyburg, Görz und Gradiska, Fürstin von Trient und Brixen, Markgräfin von Ober- und Niederlausitz und Istrien, Gräfin von Hohenems, Feldkirch, Bregenz und Sonnenberg, Herrin von Triest, von Katero und auf der Windischen Mark, Großvoivodin der Voivodschaft Serbien, Infantin von Spanien, Prinzessin von Portugal und von Parma. Kenne ich nicht. Wer begehrt Einlass? Zita, Ihre Majestät, die Kaiserin und Königin. Wir kennen Sie nicht. Wer begehrt Einlass? Zita, ein sterblicher, sündiger Mensch. So komme sie herein. Das waren vielleicht die bewegendsten Momente dieser Beisetzungsfeierlichkeiten. Diese Einlassfragen, Josef Roth hat sie beschrieben, sie tauchen immer wieder auf. Bei Kaiser Franz Josef beispielsweise wurden diese Fragen nicht gestellt, bei Kaiserin Elisabeth sind sie gestellt worden. Diese Fragen also, und der Mensch zieht da, wird in die Kapuzinerkirche getragen, um jetzt den allerletzten Weg in die Kapuzinergruft zur letzten Ruhestätte anzutreten. Durch das Spalier der Kapuziner, nicht mehr Kaiserin, nicht mehr Königin, sondern der Mensch Zita, Habsburg-Lothringen ist es. Ist der Mensch Zita, der Barmherzigkeit Gottes bedarf,
Und darum wird er einen wunderschönen Gesang, einen sehr alten Text aus dem 11. Jahrhundert nun dann das Salve Regina gesungen. Es geht dieses Lied an die Mutter der Barmherzigkeit, an den Menschen, der so viel mitmachen musste und dann erhöht wurde. Und so wird Maria zu einem Symbol für alle Menschen, die glauben und die hoffen, aus der Schwere des Lebens zu einer Erfüllung des Lebens zu kommen.